So, moin moin und willkommen übrigens. Fast vergessen hier, ich wollte das so machen. Ich habe nämlich extra jetzt diesmal endlich mal es geschafft, eine Lampe aufzustellen. Ja, willkommen zum nächsten Stream von Kerbal Space Program. Und wie ihr vielleicht am Titel schon erkennen könnt, wollte ich heute zu einen Asteroiden einfangen. Und ich habe hier schon mal mir die passende Mission rausgesucht. Bringe einen neu entdeckten Asteroid der Klasse B in eine Umlaufbahn von. Ach nee, ich wollte nicht Gilly, ich wollte Minmus. Wo war der Minmus? Habe ich nicht hier auch gerade Minmus gesehen? Nee, habe ich mich verguckt. Ich wollte einen. Also Minmus wäre okay, aber ich kriege das also auf Eve und Gilly und da ist das für mich noch nicht drin irgendwie. Erz. So, ja, also ich habe mich nämlich heute mal ein bisschen für euch mit dem Thema auseinandergesetzt nochmal, weil Asteroiden einfangen ist ja schon ziemlich spannend, aber eben auch nicht ganz so einfach. Ich sehe übrigens gerade, dass die Kamera nicht ganz so sitzt, wie sie soll. So, vorbereitet. und der Plan ist auf jeden Fall, dass wir uns heute mit dem Thema Asteroiden auseinandersetzen und wie man die ganzen Dinger dann eigentlich einfängt. Und dafür hätte ich aber schon gerne eine passende Mission, damit ich wenigstens ein bisschen was daran verdienen kann. Deswegen klicke ich mich hier einmal wieder tot, bis ich die eine bekomme, die ungefähr. Nee, krass, wusste ich nicht. Kann man aber auch nicht so weghauen, ne? Das ist schade eigentlich. Ihre Gravitation, bla 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 bla. Mach mal was, vielleicht gibt er mir dann mehr Missionen davon. Also prinzipiell, wir fangen quasi an, indem wir das Gebäude hier auf der höchsten Stufe ausgebaut haben, in diese Ortungsstation. Und dann können wir uns quasi hier, sehen wir ja diese Fragezeichen so. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich da was erkenne? So. Erstmal, ich hatte einen kleinen Fehler beim letzten Mal. Da habe ich gesagt, dass die Asteroiden mit der Stufe E nicht so groß sind. Aber E ist die größte Stufe und A ist die kleinste Stufe. Das heißt, A, B, C, D, E in der, ja, in dem Aufbau geht es halt von klein nach groß. Hier ist zum Beispiel einer mit A. Das steht da ganz klein runter. Größenklasse C. C, E ist riesig. Hier steht es übrigens auch neben, ob es riesig oder klein ist. E ist groß. Ne? So haben wir halt die hier. So, jetzt nehmen wir mal beispielsweise den hier. Und wenn ich den jetzt angeklickt habe, dann muss ich hier unten auf das Verfolgen drücken. Und dann, zack, taucht der erstens hier auf. Und ich bekomme auch einen Orbit angezeigt. Wann er quasi. Oder ich bekomme seine Umlaufbahn angezeigt. In den meisten Fällen haben die auch einen Kontakt zu dem Orbit von Kerbin. Der hier zum Beispiel. Kommt irgendwann mal so reingeflogen, wird so nach oben geschleudert quasi. Und ja, so läuft das dann halt. Genau. Das heißt, ich hätte jetzt aber gerne eine Mission dafür. Ich gehe jetzt einfach mal hin und baller, ja, wohl, wenn neu entdeckt heißt ja, ich muss den erstmal selber dann anklicken, glaube ich. Damit ihr euch auch gleich nicht zu Tode langweilen müsst, ich habe nämlich schon mal einen Teil der Rakete vorbereitet, und zwar den Teil, der nachher den Asteroiden kontaktiert sozusagen. Ich drücke jetzt einfach alle einmal weg. Ach, diese Touristenmission will sowieso keiner haben. Ja, Flagge auf Minmus. Vulkangestein mit Touristen befördern. Kunde den Mond. Ach ja, das haben wir ja immer noch. Aber jetzt ist ja auch wieder keine drin. Ne? Das ist schon eine Frechheit. Wir können jetzt auch einfach mal rausgehen. Ich spule einfach mal so ein paar Tage vor. Dann gucken wir jetzt mal rein. Ja, hier ist zum Beispiel wo wir einen Asteroiden in die Umlaufbahn von Kerbin bringen sollen. Das ist doch eigentlich ganz interessant, weil der Plan ist eigentlich, warum ich sowas überhaupt immer mache. Bin hier im Chat, nicht, dass du denkst, ich verarsche dich, aber schau im Film, wie gesagt, viel Glück beim Stream.
Dankeschön, Flame. Alles cool. Ich glaub dir schon, wenn du sowas schreibst, glaube ich dir, dass du das machst. Alles gut. Wenn du es nicht gemacht hättest, wäre ich dir auch nicht böse. So. Ja. Das heißt, das klingt eigentlich ganz gut. Wir versuchen jetzt einen Asteroiden der Klasse E. Also mit Klasse D habe ich es versucht, damit klappt es auf jeden Fall. Aber bei E weiß ich es halt nicht. Muss man jetzt ausprobieren. Und ich habe auch schon wieder ein bisschen was umgebaut an quasi die Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ich nehme jetzt diese Mission an. Ja, hier. Einen Schlepper einen bisher unberührten Asteroiden der Klasse E ab, bringe Raumfahrzeug um Laufbahn von Kerbin, halte ihn 10 Sekunden lang. Das ist jetzt unsere Mission für heute. Klasse E ist doch eigentlich ganz gut, ist ein gutes Beispiel. Und ihr könnt quasi direkt sehen. Sitzen meine Haare eigentlich so behindert heute? Könnt ihr quasi direkt sehen, wie das dann mit dem Größten schon funktioniert? Weil kleine abschleppen ist ja dann logischerweise leichter als die großen. Und so, jetzt weiß ich gar nicht, ob die hier noch drin steht. Da müsste eigentlich noch die Rakete stehen. Ja, also. Geh einmal kurz auf das ein, was ich jetzt hier ausgetüftelt habe und gebaut habe. So, und ich erkläre auch, warum ich jetzt quasi das Ganze so hingewurstet habe. So, erstmal, wir fangen mal unten an, ganz simpel. Triebwerk und Tank. Triebwerk, Tank, Solarpanels, Kühlpanels, Monopropellant-Treibstofftanks, kleinere Solarpanels, Monodüsen. So, dann geht das hier los. Erkläre erstmal die Mitte. Hier das Teil hier, damit kann ich dann halt hingehen und Treibstoff wieder umwandeln. Aus dem Erz, das hier in diesem Behälter gelagert wird, kann sogar die Rakete mit Erz starten. Dann sehen wir oben am TWR-Wert auch, dass das, ne, halt runtergeht. Dann haben wir halt einmal Strom. Wir haben hier ein so ein großes Gyroskopteil und so, jetzt kommt es eigentlich an die spannenden Sachen. So, also da haben wir hier oben haben wir fortschrittliche Greifeinheiten. Das sieht dann aus, wenn wir das aufklappen. Bewaffnen ist übrigens natürlich ein komischer Begriff dafür. Dann geht er so auf. Und dann wird er sich an so einen Asteroiden andocken, wenn wir den dann quasi berühren. So, jetzt habe ich aber, bevor Breaking Ground rauskam, sowas auch schon mal gemacht und hatte halt das Problem, dass wenn ich einen so einen Greifarm oder vier nebeneinander habe, dass die ganze Kiste unglaublich am Wackeln war. Also wenn ich so der Asteroid habe, dann hat quasi das immer so hin und her geschwankt. Und dadurch konnte ich quasi fast schon unmöglich diesen Asteroiden in seiner Umlaufbahn verändern. So, und das hier ist quasi Version 2. Version 2 bedeutet, ich kann jetzt hingehen und hier in diesen Rotordingern, die untersten von den äußeren Armen, also die Arme sind alle gleich aufgebaut. Hier erstmal klar, ist ein Bohrer dran, hier sind noch Kühleinheiten dran und jetzt die interessanten Sachen ist hier einmal ein Gelenk. So, wenn ich das Gelenk jetzt so verändere, dann kann ich, also erstmal kann ich hier oben einen Winkel einstellen, den es maximal erreichen darf. Und ich habe gedacht, weiter als so macht eh keinen Sinn. Auf jeden Fall kann ich jetzt diese Einheit so rausschieben und damit ich dann quasi, weil der Asteroid ja auch nicht immer komplett gleichmäßig rund ist, habe ich dann hier diese Pistons, also diese Hydraulikzylinder, die dann quasi eben auch deutlich weiter als das rauskommen. Also wenn er jetzt so geformt ist, der Asteroid, dann brauche ich ihn nur bis hier rausschieben. Wenn er bis oben irgendwo geformt ist, dann ist das gut. Und im Zweifelsfall, wenn ich merke, das funktioniert so gar nicht, dann gehe ich einfach hin und hole mir den wieder so ein Stück ran. Das ist der Plan für die Entfaltung dieser Teile. So, und dann kann ich quasi Erz abbauen und das Ganze dann zu Kraftstoff wieder umwandeln. Das habe ich jetzt halt vorhin schon einmal offline ausprobiert, damit ich jetzt hier nicht in eine große Experimentphase gehe. Ich hatte tatsächlich den Strom vergessen und ich hatte hier auch Antennen vergessen. Die habe ich übrigens auch im Aktionsmenüs vergessen. Das heißt, unter 8 muss ich mal eben hier Antennen ein- und ausblenden. Hier gibt es halt unterschiedliche Sachen schon. Ich glaube, dass ich eh schon wieder die Hälfte vergessen habe. Und ja, dann speichern wir das. Und jetzt geht es natürlich an den wichtigen Teil. Wie kriegen wir das Ganze hoch? Ne? Und jetzt geht es nochmal so ein bisschen in die Basics zurück. Wir haben jetzt hier eine Payload, die wiegt, also eine Masse, die wiegt 66 Tonnen. Ist ja okay, wir haben ja auch schon mehr hochgebracht, ne? Mit deutlich schlechteren Raketen.
Und hier oben sitzt übrigens der kleine Computer drunter, der das Ganze ganz steuern kann. Da oben dieses flache kleine Scheibchen. Und ich habe jetzt schon einen trockenen Mund, unglaublich. So, ach so. Wundert euch nicht, ich habe jetzt das Affiliate-Programm mit Twitch gestartet. Ich erwarte aber hier von keinem, dass er irgendwie ja, unbedingt einen Sub oder sowas da lässt, dass irgendwer irgendwas donatet oder so. Ich möchte einfach euch ein bisschen helfen, ich möchte euch mit dem Spiel voranbringen. Wenn ihr irgendwas natürlich trotzdem Sub donatet oder so, ist das eure Entscheidung und ich werde mich mit Sicherheit auch bedanken. Aber ich wollte nur sagen, dass mir das in erster Linie hier nicht der Grund ist, warum ich das hier mache. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Gut. Jetzt gucken wir mal, wie wir das Ding hochkriegen. So, hier unten sitzt eine Triebwerksplatte drunter. Das macht mir einen Punkt relativ einfach. Und zwar direkt unten die Rakete dran. Ich kann nämlich jetzt hingehen. Ach, lass mich los. Nehmen wir einmal den. Ich wollte schon den Fünfer nehmen, ne? Muss jetzt einmal gucken, dass ich quasi nachher am Ende hier rüberkomme. Das heißt, wir machen ungefähr so breit. Und jetzt haben wir hier so ein riesiges Fairing drum gebaut. Da müssen wir übrigens, um nachher das entkoppeln zu können, muss ich den da runterziehen. Genau, erst das Fairing. Und dann den hier. Ne, wir ballern also das Fairing ab, hier die ganze Hülle kommt ab und dann kommt hier, wird das Ganze einfach decoupled. Am besten schaffe ich das mit der unteren Stage schon möglichst nahezu perfekt den Orbit so zu brennen, wie ich ihn brauche. Da kommt jetzt erstmal ein dicker, fetter Tank drunter, aber nicht unbedingt der längste, weil ich möchte ihn nicht noch unnötig größer machen, die Rakete. Und also das hier soll eigentlich nur die Stufe werden, die quasi nachher oben im Orbit so ein bisschen das Ding hin und her schiebt. Und dafür benutzen wir jetzt wieder eine Triebwerksplatte, weil ich die Dinger richtig geil finde, seitdem ich rausgefunden habe, was die überhaupt für einen Sinn haben. Fünfer. So, die Fünfer-Triebwerksplatte kommt jetzt hier hin. Und dann schnabulieren wir uns mal eben die Triebwerke. Und ich denke mal, dass das hier schon eher drei sein sollten von unseren schönen geliebten Raptor. Und dann stellen wir fest, dass wir jetzt ein TWR von 6, irgendwas haben. Das ist also mehr als ausreichend. Und können jetzt hingehen und direkt darunter die nächste Stufe anbringen. Nächste Stufe wäre jetzt mit einem natürlich deutlich größeren Tank. Ach, so weit unten ist er. Da können wir aber hier hingehen und nochmal ein bisschen kürzer machen. Ah, das ist ein bisschen zu kurz. Machen wir so, sodass das hier dann auch funktionieren kann. Ihr merkt schon, das wird mal ein richtiger Brecher an Rakete. Aber das ist voll in Ordnung. Dann nehmen wir uns nochmal die Triebwerksplatte. Und jetzt machen wir wahrscheinlich hier in 1 und dann setzen wir uns nochmal die Raster darunter. Übrigens, nochmal ein Tipp für die, die sich auch diese SpaceX-Geschichten drunter laden wollten. Ich habe immer das Problem gehabt, ich hatte mal früher diese Füße, ich wusste aber nie wieder, wie dieser Mod hieß, der diese SpaceX-typischen Landefüße oder Landestützen hat. So, der heißt irgendwas mit reusable, wiederverwendbare Landeeinheiten oder irgendwie sowas. Also wenn ihr in den Mod-Seiten beziehungsweise in Twitch im Mod-Bereich unter reusable eingebt, dann findet ihr einen Mod, wo diese Landing Legs quasi drin sind. Ich kann euch die auch mal kurz zeigen. Wir können die im Prinzip auch, wenn wir Lust haben, hier dran basteln. Ja. Sollten schon so machen. Ja, das sieht doch gut aus vom TWR.
Wir machen das auch einfach mal, weil wir das witzig finden und weil die Rakete eigentlich mit 179.000 jetzt noch relativ günstig ist, wenn ihr euch den Brecher hier mal anguckt, finde ich das schon echt, also da gibt es schon teurere Raketen. Die Landing Legs wollte ich euch zeigen. So, dann nehmen wir hier, könnte ich jetzt mal die Large anklicken. Dann sähe das Ganze so aus. Wenn ich die jetzt einklappe, kann ich die noch in Schwarz machen. Können wir die also quasi immer ausfahren. Können ja der Optik halber die jetzt mal anlassen. Nehmen wir die einfach mal mit, damit ihr die mal im Einsatz seht. So, der Asteroid Catcher Class E ist quasi sonst soweit fertig. Ich dürfte jetzt eigentlich großartig nichts vergessen haben. Die Frage ist eigentlich nur, wie krass lässt sich das Ding jetzt noch steuern, weil das wird mit Sicherheit richtig ordentlich schwierig, das Ganze so in den Orbit zu kriegen, wie ich mir das hier vorstelle. So. Das hier könnte ich übrigens mal rausschmeißen, damit er mir hier die ganzen Nachrichten mal rausnimmt. Und dann gucken wir einfach mal, wie das ganze Ding auf der Startbahn steht. Beziehungsweise ob wir den überhaupt so hoch kriegen. Okay, wir haben also gerade gesehen, die Landing Legs von SpaceX, die haben das fette Teil hier nicht gehalten gekriegt. Ich würde mal sagen, da könnte ich quasi noch korrigieren, indem ich einfach etwas mehr Landing Legs dran setze. Wir können das auch mal eben machen, einfach nur. Weil das jetzt haben wir ja nicht so viel davon gehabt, ne? So, Achtung. Einmal. Das hier dürfte aber wohl dann reichen. Gar nicht so günstig, die Dinger, ne? Also. Gut, so, wir fangen also jetzt können wir, also wir gucken jetzt quasi mal, ob wir das Ding erstmal so hochkriegen. Und wenn wir das so hochkriegen, wie ich das vorstelle, dann können wir mal gucken, welchen Asteroiden wir uns dann da reinholen. So, jetzt sehen wir quasi das mit den Landefüßen, das funktioniert auf jeden Fall jetzt. Die sind also echt. Ne, ihr seht also, der Vorteil an den Dingern, um das mal kurz anzusprechen, ist halt, ihr habt die Möglichkeit. Erstmal habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt da riesen Triebwerke unter die Rakete packen. Und der zweite Vorteil ist, ihr habt eine sehr auslegende Fläche. Das heißt, wenn ihr so eine hohe Rakete habt wie diese jetzt, dann braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen machen, dass das Ding umfällt, weil die halt einfach sehr, sehr stabil steht noch. So. Ich starte das Ganze mal. Wir fahren direkt die Landings-Dinger ein hier. Sieht aber eigentlich noch relativ kompakt aus. Also im Hangar sieht die deutlich größer aus. Fällt mir. So. Ich habe übrigens Kerbal Engineer Redux, das andere Add-on, wovon ich erzählt habe, habe ich auch gefunden. Die haben ein Update rausgebracht. Das sollte jetzt wieder problemlos funktionieren. Deswegen sieht das hier oben auch wieder etwas anders aus. Da ist ja noch einiges drin in der Stufe. Ah, das sieht gar nicht schlecht aus. Bisschen Gas geben. Da oben ist es übrigens nicht irgendwie gestruttet. Ich sehe gerade, dass die hier anfängt ein bisschen rauszupendeln. Beziehungsweise habe ich das Fairing auch noch nicht so richtig hochgesetzt. Aber es geht jetzt auch eigentlich aktuell noch testweise eher darum zu schauen. Okay, das war natürlich klar, dass das so.
Jetzt soll sie sich eigentlich auf den Punkt hier ausrichten. Das macht sie auch. Das macht sie aber sehr, sehr langsam, weil ich habe ja im Prinzip nur ein Reaction Wheel, ein großes da oben. Und das Ding ist ja dementsprechend groß. Das heißt, das ist dann halt eben der Grund, warum das nicht ganz so einfach funktioniert. Bei 86 ist jetzt gerade unsere Apoapsis. Booste jetzt mal relativ langsam, um die noch ein bisschen näher kommen zu lassen. Könnte natürlich auch hingehen, das auf die klassische Art und Weise machen. Der Kasten geht gleich leer. Warum hat denn jetzt hier nicht abgekoppelt? So, jetzt haben wir quasi so gut wie unseren Orbit. Das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Also vom Staging, von der Antriebskraft her. So, jetzt haben wir hier noch 1400 drinne. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Also, wenn man jetzt überlegt, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen anpassen irgendwie, irgendwo. Und eigentlich könnte ich sogar fast sagen, ich lasse das Ding jetzt im Orbit, so wie es ist. Und ich könnte auch hingehen, natürlich schon die nächste Stage entkoppeln. Das wäre dann das Fairing. Jetzt wird es nämlich nochmal ein bisschen mehr. 1581. Und können quasi mit der Stufe hier noch unseren Weg bahnen zum Asteroiden. Zumindest schon mal einleiten, dass wir da möglichst nah rankommen. Ah, Asteroiden ist schon ein geiles Thema. Also ein Kerbal Space Program, so ein Asteroiden einfangen, das ist gar nicht so einfach. Da muss man ein bisschen um Dreiecken denken teilweise. So, wir haben unsere Einheit quasi schon mal hier im Orbit. Unser Fairing fliegt ja gerade noch vor sich hin. Und ich würde sagen, jetzt suchen wir uns dann mal einen Asteroiden aus der Klasse E, den wir uns dann da reinholen. So, schleppe einen bisher unberührten Asteroiden der Klasse E ab in die Umlaufbahn von Kerbin. So, dann gehen wir einmal in die Ortungsstation. In der Ortungsstation suchen wir uns an einen aus, den wir dann verfolgen. Und dann gucken wir mal an. Den hier, den schmeiße ich jetzt erstmal da raus. Und jetzt gucken wir uns mal an. E, also hier ist ein E, der war glaube ich sogar auch E, ne? Gucken wir aber den hier auch nochmal an. Dann klicken wir einmal auf Kerbin. Uns das Intersection an. Das ist natürlich jetzt für unsere aktuelle Startlage super ungünstig, weil wir müssen jetzt quasi aus einem Orbital, also einem normalen Orbit in einen, in einen Polarorbit gehen. Deswegen schmeiße ich den auch nochmal raus. Wir gucken mal, ob wir einen finden, der ein bisschen flacher angesiedelt ist. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt keinen haben, dann können wir einfach ein bisschen vorspulen. Die verschwinden nämlich auch gerne wieder. Und dann tauchen da auch neue auf. Zack, 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 zack. So, jetzt kommen gerade die neuen. Gucken wir mal den hier. Kommt aber auch relativ hoch rein. Ich glaube, die E-Asteroiden, die kommen alle irgendwie so blöd rein, glaube ich. Gucken wir uns den mal an. Weil der ist nicht ganz so steil. Ja, denn wir fliegen jetzt aktuell so rum und er kommt natürlich andersrum rein. Also es ist doch ungünstig. Ah, ärgerlich. DB, hier ist noch ein E. Schauen wir uns den mal an. Wir bewegen uns immer noch. Vergesst das schon wieder so rum. Ja, also.
Jetzt ist es schon fast die Frage, ob sie schlauer gewesen wäre, direkt einen Polarorbit zu brennen. Beziehungsweise müsste ich mir mal angucken, was mich der ganze Spaß kostet, wenn ich jetzt einen Polarorbit haben möchte. Der hier ist auch noch E. Die sind halt alle irgendwie so. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir jetzt einfach mal auf unserem Asteroiden Grabber. Wo ist er denn jetzt da oben? Gucken wir mal, was das kostet, wenn ich jetzt versuche, den Orbit einfach so zu drehen, dass wir da rankommen. So, dafür klicken wir jetzt einfach mal hier rein. Hatte ich rausgeschmissen als Ziel. Das war der, der ganz ungünstig war, weil er eben nur mal andersrum kam. Als Ziel anzeigen. Jetzt gehen wir einfach mal von dem. Der ist auch weit weg, ey. So, wenn ich jetzt so rum wäre. Mach das einfach hier. Als Manöver. Und dann gehe ich quasi hin und ziehe mit den. Ziehe jetzt an dem falschen. Passiert hier nichts. Da unten muss ich ziehen. Also ihr seht, das lohnt sich irgendwie gar nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich überlege nämlich jetzt tatsächlich schon die Rakete nochmal zu starten. Dann haben wir zwar eine im Umlauf im Orbit rumschwirren, aber die könnte man dann halt auch immer noch für eine andere Mission nehmen, sozusagen. Einfach, wo man dann nochmal einen Asteroiden einfangen muss, den wir vielleicht um Mimus einlagern, der etwas kleiner ist. Weil ich weiß, die kleineren kommen teilweise flacher rein. Die E-Teile kommen halt natürlich richtig blöd rein. Aber wisst ihr was? Bevor wir das machen, gucke ich mir eine Ortungsstation nochmal an, ob wir nicht nochmal irgendwie andere bekommen können hier, die wir uns hier reinziehen. Dafür schmeißen wir die alle einmal raus. Da kommt noch ein C. Da oben B. Gucken wir uns den hier einmal an. Sind halt alle relativ weit am Arsch der Welt. Gut Deutsch. Der Vorteil daran ist, ich brauche nicht so viel Kraftstoff, wenn ich die bremsen möchte auf Kerbin, um die da reinzukriegen quasi. E. E. C. E. C. Was ist denn hier einmal an? Wird nicht schöner, ne? Ist relativ nah dran eigentlich. Er fliegt von da nach da. Das heißt, wenn ich jetzt geh mal, wir gucken uns das mal an, wie das aussieht bei dem. Das Witzige ist nämlich, das Problem wäre nicht, wenn ich mit fast keinem Treibstoff mehr ankomme. Und ich habe ja hier auch noch 2760 Meter pro Sekunde drin. Und ich denke mal, ich brauche maximal 600, maximal, um dann Orbit zu bauen.
Weil es geht ja nicht darum, hier einen kleinen Orbit zu bauen erstmal, sondern eigentlich nur den einzufangen. Es geht nur darum, du bleibst jetzt bei Kerbin. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal die Kapsel hier und dafür gucke ich mir mal den letztigen an, den wir jetzt angeklickt haben. Als Ziel setzen, das war. Genau, das war der hier. So, warum zeigt er uns jetzt zwei Linien an? Das ist vielleicht die nächste Frage. Die Frage beantworte ich euch ganz einfach. Und zwar, er hat eine Umlaufbahn, die quasi, wenn er das erste Mal an uns vorbei ist, dann wird er quasi eine Runde später nochmal an uns vorbeigezogen werden. Und deswegen sehen wir jetzt hier aktuell zwei Linien. Es dürfte aber eigentlich diese hier zuerst passieren, 47 Tage. Also der nächste wäre quasi 42 Jahre. 47 Tage zu 42 Jahre. Ja, also, dann wissen wir quasi, es dauert noch ein bisschen, bis das nächste Mal hier passieren würde. So, dementsprechend würden wir jetzt versuchen, den hier als. Ach, was mache ich denn? Habe ich den abgewählt? War dieser hier. Jetzt geht es also darum, zu gucken. Wir bewegen uns gerade so. Wenn ich möchte, dann müsste ich jetzt hier nach unten brennen. Bevor ich das mache, mache ich mal Quick Save, ja, weil wollen ja jetzt nicht unnötig unsere Mission hier. Pferden. Haben wir denn jetzt so? Sähe das schon mal besser aus? Weil ich gar nicht so weit raus möchte eigentlich. Also. Ich möchte zwar weiter raus, aber ich möchte da oben hin. Da muss ich nämlich nachher meinen Kontaktpunkt starten. Ich glaube, ich mache das auf der anderen Seite, wenn ich. Hier, da muss ich so steil nach oben. Hier muss ich dann. Hier muss ich. Jetzt habe ich ein. Hier komme ich rein, das heißt. Wenn ich so rumfliege, müsste ich hier nach. Ach, das ist ja blöd. Nee, den nehmen wir auch nicht. Tut mir leid. Weil ich müsste um mehr als 90 Grad schon meine Kurve schieben und das ist dann so ineffizient. Also. Das wird auch nicht funktionieren. Ja, deswegen sollte man sich eigentlich erst einen Asteroiden aussuchen und dann das Ganze. Das ganze Manöver halt starten, sprich auch die Rakete dann erst starten. Damit ihr möglichst genau schon euren Plan machen könnt. War jetzt ein bisschen voreilig von mir, die Rakete da schon im Orbit zu lassen. Wie gesagt, andere Alternative wäre einfach hinzugehen und nochmal die Rakete zu starten. Kostet uns zwar nochmal 200.000, aber im Prinzip sollte das kein Problem sein. Wir haben ja im Prinzip das Geld. Ja. Jetzt haben wir einen Asteroiden gefunden. Bei dem gäbe es aber ein Problem. Ja, der trifft nämlich Kerbin. Also der wäre quasi, weil das auch eine Größe E wäre,
Er würde schon, also wenn das in echt aufschlagen würde, wird er wahrscheinlich schon so einen Kontinent vernichten können, denke ich mal, so circa. Und ich habe mich schon gefreut, dass der so extrem nah hier rankommt, aber das ist wiederum, das ist dann doch irgendwie sehr ungünstig. Denn der wird irgendwo auf der Südhalbkugel einschlagen. Und ja, gut. Aber ehrlich gesagt, ich werde den da nicht wegkriegen. Das ist echt zu krank, also das Manöver zu fliegen. Oh, weia. Dennoch gucken wir uns das natürlich trotzdem mal an. Also es gibt natürlich Methoden, wie ich quasi früh genug daran komme, um früh genug an den anzudocken und früh genug seine Umlaufbahn zu verändern. Dafür müsste ich aber relativ rabiat hier rausbrennen, dass ich hier einen Intersection mit dem früher kriege. Das ist eine Methode halt. Problem ist, wir sind innen und er ist außen. Das heißt, wir sind jetzt schon an dem vorbei. Wir müssen also quasi warten, bis der überhaupt erstmal in den Innenbereich kommt, um dann dort ihn einholen zu können. Und das gibt keinen richtigen Innenbereich. Er wird jetzt einfach eiskalt hier angesaust kommen. Eieiei, fühlt sich schon komisch an, den Planeten hier so im Stich zu lassen. Ja, das war's dann wohl mit dem Kontinent hier. Ne, ist auch verschwunden jetzt. Also, brauchen wir nicht mehr einfangen, er hat sich selbst eingefangen quasi. Auch nicht schlecht. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass es sogar welche gibt, die Auto auch Körben auf Körben dann runterkommen. Und gib mir noch mal einen E. Ach Mensch, gibt er mir gar keine mehr. Mal A. Was, nochmal ein E? Gucken wir uns den mal an. Wir fliegen ja auch so rum, ne? Das ist mit Abstand der beste, den wir kriegen können. Ist definitiv der beste, den wir kriegen können. Der ist super. Den nehmen wir. Endlich einen gefunden. Das Warten ist vorbei. Wir werden aktiv. So, hier ist unsere Kiste. Und jetzt muss ich den einmal schnappen. Er kommt nämlich hier oben reingeflogen. Heißt, also heißt das, dass wenn ich hier lang komme, muss ich nach unten brennen. Das sind jetzt nur 28 Grad. Ich würde das aber lieber gerne hier auf einem anderen Punkt brennen, und zwar hier. Hier müsste ich dann nach oben brennen, ne? Ja. War. Weil, wenn ich jetzt rausgehe mit den Winkel so verändere, dann wird ja automatisch mein Orbit größer und ich muss sowieso da hinten hin. Also macht den Braten nicht fett, wenn ich dann jetzt hier, also es wäre, also es kommt mir quasi entgegen, dass ich das hier schon mache. 3,7. 3,2. 3,1. 1,4.
Nicht so ganz drauf anscheinend. 0,1. So, das sieht ganz okay aus. Das Manöver nehmen wir so. Richten wir uns einmal darauf aus. Und das kostet uns 1200. Ja, das schaffen wir sogar mit der Stufe noch komplett. Das heißt, bin eigentlich ganz zufrieden aktuell, was den Verbrauch angeht, sozusagen. So, das heißt, jetzt mache ich einen Quick Save. Jetzt sind wir quasi, starten wir quasi unser Projekt, den Asteroiden mit der Stufe E einzufangen. Der Clou wird also jetzt sein, wir versuchen ihn hier an der Periapsis abzufangen. Und quasi anzudocken und quasi den einfach hier zu bremsen. Ja, also richtig schön Volldampf runtergehen. Denn wenn wir das machen. Ach, ich habe hier. Ich war ja noch am Vorspulen, sehe ich gerade. So. Dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir den hier eingefangen kriegen. Kann ich da hinten manövern? Nee, kann ich noch nicht. Spulen jetzt ein Stück vor. Da unten. Jetzt haben wir 12 Sekunden Schubzeit, die wir hier runterbrennen müssen. Stoppen, damit wir darauf zurückkommen. Es ist nämlich noch nicht ganz erledigt hier. So, das ist 0,2, da kann ich gut mit arbeiten. So, der nächste Schritt wird sein, dass wir uns in der nächsten Runde, die wir herumdrehen, die Periapsis rausschieben. Und zwar können wir uns jetzt aussuchen, wo wir versuchen, den abzufangen. Und wenn wir direkt an der Periapsis abgreifen, dann hätten wir, ja, ich behaupte mal, wir hätten einen gewissen Zeitdruck, an diesen Asteroiden anzukoppeln und den dann halt zu bremsen. Und damit wir diesen Zeitdruck etwas weniger haben, nehmen wir jetzt unsere Periapsis. Und schieben die quasi rüber. Das kostet uns zwar jetzt ein bisschen mehr Sprit, aber wir können dann hier andocken und dann haben wir bis hierhin, also hier ist 15, 1 Stunde 54. Also 15 Tage, 16 Tage. Das heißt, hier haben wir eine super große Zeitspanne, auf der wir dann quasi arbeiten können. Ich kann ihn sogar noch ein bisschen, ups, ein bisschen näher ranholen. Damit es nicht ganz so viel, aber das macht den Braten hier auch nicht mehr fett. So, sobald da zwei Punkte angezeigt werden, heißt es, ich bin ganz knapp sogar über der Linie. Das ist aber erstmal dann gut. Dann haben wir vielleicht sogar zwei kurze Intersections, wo wir uns dann eine von aussuchen können. So. Also ihr seht schon, bis der Übeltäter hier ankommt, dauert das halt noch ein bisschen, aber es wird halt trotzdem gefährlich für uns. So, ich bin ausgerichtet. In 48 Minuten findet das Manöver statt. Da spulen wir jetzt einmal hin. Und das sind 13 Minuten Brennvorgang, die wir aber nicht mehr schaffen. Hier ist ein weißer Strich drin, das heißt, wir müssen gleich stagen. Und damit das ein bisschen reibungsloser geht, ziehe ich die hier zusammen, damit quasi, wenn der hier abgekoppelt wird, der untere Tank, dass wir quasi unser Triebwerk dahinter auch direkt zünden, was mir jetzt aber nicht angezeigt wird, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen der Hülle. Ist aber auch nicht schlimm. Wir spulen ein bisschen vor und wir fangen das Ganze, glaube ich, mal einfach jetzt hier schon gemütlich an zu brennen. So.
sind wir quasi schon in der finalisierten Staging-Stufe. Haben noch 2.500 Meter pro Sekunde. Und die müssen halt, irgendwie müssen die reichen. Beziehungsweise wir müssen so viel Zeit haben, dass wir am Asteroiden genug, ja, quasi abbauen können, um den damit gleichzeitig zum Stoppen zu bewegen. Ups, das war ein bisschen zu viel. Aber nicht ganz so tragisch geworden, glaube ich. Nee, das geht auf jeden Fall klar. So, wir fliegen ja hier, das heißt, ich würde jetzt hier nochmal kurz einmal die letzten 2 Grad rausziehen. Mal gucken, ja, das war richtig so rum. Dann ziehen wir da auf das Manöver. Und dann können wir damit, was nicht ganz so unentspannt wird, das hier mal ein bisschen runterstellen. Dann haben wir nämlich hier eine höhere Brennzeit, für die nur 2,7 Meter pro Sekunde. Damit wir quasi ein bisschen feinfühliger brennen können. Okay, auf 0,5 jetzt dann doch. Ach so. Dann warpen wir da quasi wieder hin. Für die, die das hier noch nicht kennen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit fragen. Ihr könnt das Ganze auch bei YouTube unter Toby Gaming nachher finden und dann könnt ihr da auch noch Fragen stellen. Kriegt das Ganze ja schön auf mein Handy, das heißt, wenn irgendwas ist, kriege ich es mit, um euch da auszuhelfen. So. Haben wir hier noch 50 Sekunden vor uns. Brennen da ganz entspannt hin, ganz, ganz entspannt und langsam. Ihr seht also, wenn man das Triebwerk runterstellt, das kann schon definitiv Vorteile haben. So, zack. Dürften jetzt auch, ja, jetzt sind das auch 0,0 Meter pro Sekunde. Das heißt, ich liege jetzt hier ziemlich genau an dieser Linie hier dran. Wir machen das jetzt auch einfach mal so, dass wir hier einmal rüberwarpen. Kann man das ein bisschen besser betrachten, ob ich auch wirklich nah daran liege. Irgendwann später kommt dann hier dieses, da kommt er dann quasi hier in die Linie eingetreten. Und dann, boah, schauen wir uns das Ganze mal an. Mal noch mal ein bisschen weiter. Könnte also quasi noch ein bisschen weiter rausgehen. Minimal. Ne, also. So. Den Vorspulen und hier machen wir jetzt aber auch schon was. Wir brennen jetzt hier mal ein bisschen raus, damit wir da unten nicht ganz so nah dran sind, damit wir nicht aus Versehen mal mit dem Mond kollidieren. Brennen wir jetzt etwas, am besten einen Ticken größer als der Mond ist eigentlich. Aber bevor ich hier gerade was muss hier meine Antenne ausfahren, denn ich hatte keine Empfangsmöglichkeit mehr. Weil das hier nämlich jetzt schon für keine Antenne doch ein bisschen zu weit weg ist. So, wir können jetzt also einfach mal ein bisschen rausbrennen. Das müssten wir sowieso später machen. Und wie ihr seht, funktioniert das aber relativ entspannt. Ich habe ja sowieso jetzt gerade quasi den. Wenig investiert sozusagen. So, sieht gar nicht schlecht aus. Es kann echt was werden. Also, wenn der quasi kommt und wir haben noch 2000 Meter pro Sekunde, dann brauchen wir vielleicht noch 200 dafür zum Andocken und dann haben wir noch 1800 zum Runterballern quasi. So, wichtig ist wirklich, dass ich jetzt außerhalb des Moons komme, weil ich möchte nicht, dass der mich aus Versehen mal einfängt. Deswegen brenne ich jetzt ein bisschen großzügiger raus. Ich denke, das hier dürfte jetzt auf jeden Fall reichen. Jetzt mache ich quasi nochmal einen Quick Save und jetzt geht es langsam in die heiße Phase über.
zwar holen wir uns jetzt den Asteroiden, den wir ja hier oben sehen. Den holen wir uns jetzt ran. Dafür gehe ich aber mit der Perspektive mal auf Kerbin. Damit das hier nicht die ganze Zeit so rumwackelt mit der Kamera. Und dann schauen wir das mal an. Da kommt schon die Eriapsis. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir quasi, bin jetzt tatsächlich gerade genau auf der. Jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich sehen möchte, ob ich mit dem irgendwann das ist wohl irgendwie noch nicht der Fall. Ich hoffe mal, ich kann jetzt noch eine Runde drehen. Das wäre nämlich sonst ziemlich blöd. Ja, das wird wahrscheinlich nichts. Ich hab wahrscheinlich so ungünstig gebrannt jetzt, dass er jetzt quasi genau vorbeifliegt, wenn ich hier komme. Und deswegen mache ich mal kurz einen Quick Load und muss den da nochmal. Ja, ich hätte den eigentlich nicht. Hätte vielleicht doch erst später brennen sollen. Ziehe mir den jetzt erstmal wieder ein deutliches Stück rein. Das war jetzt dann, ich habe jetzt quasi dann dummerweise ein bisschen Sprit verschwendet. Stell den Schub mal also auf 13. Holen lieber hier zwischen, weil mir ist auch aufgefallen gerade, der Mond wird gar keine Probleme machen, weil ich ja gar nicht mehr den Winkel vom Mond habe. So, das heißt, wir brennen quasi fast schon wieder das zurück, was wir gerade vorgebrannt haben. Machen gleich das Manöver, wenn er da ist. So. Holen uns den jetzt wieder ran. Ich quicksave jetzt mal nicht, um nicht fünfmal korrigieren und fünfmal wieder ändern. Jetzt sieht es auch vom Timing besser aus. Machen wir jetzt schon mal ein Manöver und gucken wir das hier einmal an. Also noch nicht, reicht also noch nicht. Das ist ein bisschen tricky, sage ich ja. Also da muss man, im Normalfall muss man da echt um Ecken denken. Das Problem ist, er hat echt einiges an Speed drauf. Und jetzt habe ich nämlich das Problem. Ich muss jetzt quasi bremsen, glaube ich. Um den ranzuholen. Schaff das aber nicht mehr, weil es wieder mal nicht passt. Ich lade jetzt nochmal. Ich kann auch hingehen, das Ganze einfach mal umgekehrt zu probieren. Das ist halt, das Problem ist einfach, ich kann halt nicht erkennen, vorher. So. Wenn jetzt einfach mal noch ein Stück in die raus sozusagen. Und sprühe nochmal vor. Gut, aber jetzt diesmal nicht so, wieder mal nicht etwas weniger vor. So, wir checken jetzt quasi mal hier schon mal ab, ob ich hier eine Art Punkt hinbekommen könnte. So rum leider nicht. Und da war, glaube ich, ein bisschen näher. Was ist, wenn ich jetzt, also ich kann natürlich, jetzt kann ich natürlich hingehen und kann auch sagen, ich probiere das mal, wie das aussieht, eine Umlaufbahn später. Eine Umlaufbahn später wäre dann aber offensichtlich eher schon weg. Schon wieder weg. Das heißt, es ist immer noch zu früh. Ey, das ist echt nicht. Zu spät, so, nicht zu früh. Also, wie gesagt, also das ist gerade bei so Klasse E, wenn die dann so schnell, weil die, wenn die, je größer die sind, desto mehr Geschwindigkeit haben die natürlich auch drauf.
Und den jetzt hier einzufangen ist halt einfach nicht so einfach. Ich kann natürlich jetzt mal versuchen zu gucken. Einfach mal ein Manöver zu fahren. Ich jetzt hier einfach mal 100 drauf. Ach, jetzt habe ich das so nah dahin gemacht. Mach das jetzt mal hier wirklich an den Punkt, wo er eh treffen würde. Zieh jetzt einfach mal so 100 raus und dann gehe ich quasi hin und symbolisiere, wie es wäre, in wie viel Umlaufbahn. So, da wäre er schon weg. Das ist wahrscheinlich auch die Technik, mit der ich es hätte früher machen sollen. Das Problem an diesem Asteroiden ist wirklich, dass der einfach eine unglaublich krasse Geschwindigkeit auf dem Kasten hat. So, da ist er dann weg. So, da ist er so. Das ist halt einfach richtig ungünstig. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Möglichkeit, statt raus mal ein bisschen reinzugehen. Aber das seht ihr auch hier. Das ist richtig, das ist einfach ein richtig ekelhafter Orbit irgendwie. Wir haben es einfach so komplett gegenläufig zu dem, was da passieren soll irgendwie. So eine komplizierte, verfrickelte Sache hatte ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich habe das heute zweimal gemacht. Zweimal ist es sehr leicht gefallen und jetzt habe ich hier so einen komplizierten Fall. Arg. So, der Punkt ist aber auch, ich krieg den hier irgendwie nicht so. Ich habe aber eine Idee. Was ist denn, wenn ich hier hingehe und hier ein Manöver starte? Und hier dann. Oh, guck mal, das sieht schon ein bisschen näher aus. Das wird zwar echt kostenintensiv, aber. Da habe ich doch einen Punkt. Hier. Das ist freaky, aber wir machen das jetzt so. Aber manchmal muss man hier einfach mal ein bisschen rumspielen, rumtricksen. Dass man das dann so hat, wie man das haben möchte. Ich mache mal einmal hier die Distanz an. Gehen den einfach mal so ein bisschen hin und her. Wäre schon definitiv hilfreich. Allerdings ist das Manöver günstig, sehe ich gerade. 1,5. Also das werden wir wahrscheinlich gar nicht so genau gebrannt kriegen, aber wenn wir ungefähr. Das Problem ist aber, dass ich ja dann auch schon wieder vorbei bin, ne? Ist also trotzdem ungünstig. Gar nicht so weit rausbrennen sollen. Das einfach später machen sollen. So, wir haben ja jetzt noch die gesamte Zeit. Aber der kommt halt angerast wie ein Irrer. The real Evelyn donated 5 Euro. Ja, weil ich dich mag. Oh, mag dich auch, Evelyn. Vielen Dank für die 5 Euro. Da habe ich meine Essensbestellung ja schon fast drin. Okay, es ist schwierig. Ich krieg ein bisschen das Kotzen, weil das alles so tricky Kram hier ist. Kann ich nicht irgendwie ein Intersection da oben kriegen? Kann halt versuchen, jetzt hinzugehen. Nein, nicht da ziehen. Mir fallen halt immer noch 5000 Sachen ein, wie ich irgendwas irgendwie biegen kann.
Das hier sieht nämlich zum Beispiel besser aus. Hier kriege ich nämlich da einen Kontakt hin. Ist halt nicht, es ist etwas uneffizienter, aber es passiert halt vor der Periapsis und das ist das Wichtige. Weil wir wollen das Ding ja irgendwann abbremsen. Den hier mal. Einmal den mal so rein. 2-1, weil sie ja 2-1 ist sehr, sehr gut. Das können wir so nehmen. Das sollte so machbar sein. So, das heißt, wir spulen jetzt mal zum Manöver vor. Weiß gar nicht, warum er so langsam vorspult. Wahrscheinlich fehlt ihm da einfach der Detailgrad im Vorspulen. Weil wenn er jetzt noch schneller vorspult, ist er schon auf der höchsten Stufe. Das wäre natürlich ungünstig. So. Ja, also offensichtlich, die ganz effiziente Methode klappt hier leider nicht mehr. Da müssen wir halt ein bisschen unsauber und dreckig werden, sozusagen. Aber das stört uns ja nicht. Das kriegen wir ja trotzdem geregelt. So, na. Sind wir hier an unserem Manöver? Wir brauchen dafür so 23 Sekunden. Werden wir auch die Zeit nehmen und bei 23 Sekunden schon losbrennen, damit ich einfach mir Zeit lassen kann und nicht zu sehr überbeschleunigen muss. Schon wieder langsamer werden. Das ist Kerbal Space Program ist einfach geil. Sehr tricky und sehr, sehr cool. Eins, null. Echter Schnittpunkt beträgt jetzt 4,8. Ah, ich wusste es. Ich wollte wieder gierig sein. Entschuldigung. Oh, 1 Kilometer. Gut. So, jetzt kommt quasi als nächstes dieser Move, wo wir uns hier in 1 Kilometer mit dem auf eine Geschwindigkeit bringen müssen. Und da ich nicht so richtig weiß, wie hoch dieser Geschwindigkeitsunterschied ist, gebe ich dem jetzt mal hier eine Triebwerksleistung von 5. 40, 50, was habe ich jetzt eingestellt? 40. 40%. Und wir gucken jetzt einfach mal, wir brennen jetzt einfach mal hier hin. Ich stelle schon mal um auf Ziel. Denn das kommt ja jetzt an. Ja, ihr seht ja erstmal, wie lange wir brauchen für einen so eine Umlaufbahn. Wenn die Asteroiden also näher an Kerbin vorbeikommen, ist es also einerseits leichter, weil wir nicht so eine riesige Kurve wie jedes Mal fliegen müssen. Das heißt, diesen Punkt des Rendezvous abzupassen, ist halt einfach viel, viel einfacher zu steuern und nicht so eine komplizierte Geschichte, wie das jetzt hier in dem Fall geworden ist. Aber ich sage mal, lieber ist das jetzt eine komplizierte Sache, dann seht ihr wenigstens, wie es auch mal im Worst-Case-Szenario enden kann, wenn es halt einfach mal komplizierter wird. Als dass ich jetzt total den simplen Fall zeige und ihr euch da ein bisschen dran ärgern müsst. Und sehen wir schon, dass unsere Geschwindigkeit nämlich genau, also eigentlich liege ich noch ungefähr in meinem Plan von dem, was ich mir gewünscht habe. Und können wir einmal schauen, dass wir das hier nochmal abpassen. Warte also quasi, bis wir hier an den Punkt kommen, wo er so nah ist. Im Prinzip kann ich das jetzt auch von hier schon mal gutachten.
sollte nah genug sein, um das jetzt hier mal. Also er ist nicht so. Eigentlich müsste er. Ja, da kommt die Katze wieder. Wo ist er denn? Das ist gerade ein bisschen. Weißt du, willst immer kuscheln. Ich könnte natürlich auch einfach hingehen. Schauen, wie meine Rakete steht, ne? Weil die zeigt er jetzt genau vom Ziel weg. Ich sehe gerade, dass der mir wirklich nicht angezeigt wird. Warum auch immer. Ich drücke ja schon F4. Ziel, Antiziel. Und ich gucke auf Antiziel, also muss da mein Ziel sein eigentlich. Einmal Ziel entfernen, Ziel auswählen, vielleicht hilft das ja. Das ist seltsam. Echt seltsam. Wieder Kirby Space Program. Manchmal tut es nicht das, was es soll. Vielleicht ist er auch einfach noch zu weit weg von mir. Kann natürlich auch sein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Es sind mehrere hundert Kilometer noch gewesen. Jetzt sollte man den aber sehen. Ah, da kommt er. Unser Klasse E Asteroid. Viel, aber nicht so tragisch. Wir müssen einmal auf 0 und dann an ihn ranzufliegen. So, wie viel Zeit haben wir jetzt bis zur Periapsis? Damit ich weiß, dass ich mir nicht hier in die gedanklich schieben muss. Ein Tag 58 Minuten. Sollte ja wohl reichen, um da anzudocken und das Bremsmanöver einzuleiten. Im Zweifelsfall. So. Mal die anderen Antennen ausgefahren. Muss mir sowieso gleich nochmal angucken, wie das ganze Staging-Gedöns, wie ich das eingestellt hatte. So, wir fliegen jetzt erstmal straight drauf zu. Ich drehe das Ganze schon mal um, dass wir gleich genug Zeit haben, da zu bremsen. Bringe mich ein bisschen daneben quasi. Beziehungsweise ich nehme das andere daneben. Andere daneben ist nämlich ein bisschen besser. Ups. Meint das daneben. Das ist unser schöner Brocken hier. Und da müssen wir uns jetzt mal mit auseinandersetzen. So. Unten ist übrigens weit entfernt Kerbin. Jetzt muss ich einmal hier in diese Aktionsgruppen reingucken, wie ich die gemacht habe. Eins war Solarpanel, zwei war Kühlung, drei war die Greifer. Drückt man nämlich schon mal drei. Kommen sie raus, unsere
kleinen Klingen. Jetzt gilt es eigentlich erstmal, dass wir uns natürlich noch was auf das Ziel zu bewegen. Ich gehe jetzt in den Modus, mache ich mal den Monotreibstoff an, dass ich den sehen kann. Und dann bewegen wir uns natürlich noch mal ein bisschen darauf zu. Erstmal so auf 100 Meter reichen eigentlich schon. Weil es geht jetzt mir aktuell noch nicht darum, auf Null zu brennen. Ich möchte gerne versuchen zu schauen, dass wir direkt im Bereich auf Umlaufbahn betrachtet, dass wir da direkt, das heißt, ich muss wahrscheinlich, ja, ich muss quasi diesen Vektor, den rückläufigen Vektor und den jetzt übereinander bringen. Wie machen wir das am besten? Probieren halt rum, ne? Kommt auf jeden Fall in die Richtung. So, jetzt bremse ich das erstmal wieder auf 0, dafür gehe ich jetzt hier rein wieder, um das Ganze zu. Jetzt suche ich mir quasi, ich mache die einmal aus, weil das kostet nämlich auch echt einiges. Suche ich mir einmal den Vektor. So, dann muss ich hier hingehen. Und setze quasi mich so dazwischen, dass ich die eigentlich zwangsläufig übereinander bringen müsste, wenn ich jetzt in eine Richtung mich drehe. So. Also, dass die quasi, dass ich hier zwischen denen eine Linie bilde. Wenn ich jetzt hingehe. Mach das SAS mal aus, damit das nicht so viel rumbrummt. Ich brauche das wohl. Jetzt gehe ich hin und schieb mal hier rüber ein bisschen Schwung. Und jetzt sollte eigentlich langsam die beiden Vektoren aufeinander zukommen. Genau, also der Zielvektor, der bewegt sich jetzt langsam nach rechts. Läuft hier alles zwar vorgespult, aber in der normalen Vorspulgeschichte. Mein Gott, das ist so ein Riesenbrocken, ey, ob ich den überhaupt gehalten kriege. Also ob ich den abgebremst bekomme, das weiß ich noch nicht. Aber wenn ich erstmal einen Orbit habe, dann ist alles cool. Dann ziehen wir uns hier nämlich nach und nach immer weiter ran. Dann ist alles gut. So. Das können wir hier einmal. Quasi einmal wieder auf Ziel. Dass wir uns wieder nullen. Jetzt gehen wir auf Umlaufbahn. Ich mache das RFS erstmal nochmal kurz aus. Wir haben zwar jetzt noch relativ viel Motorpropellant, wir brauchen den aber auch. Werdet ihr noch sehen. Also es wird schon noch ein bisschen tricky werden. So. Jetzt richte ich mich also hier drauf aus und dann gucke ich, dass ich das dann noch mal reinhole. Wenn ich hoch renne, ne, es müsste eigentlich runter sein. So. Ja, so klappt es auch. So, zack.
Und jetzt muss ich gucken, dass ich in Relation zum Ziel wirklich möglichst still werde. Das können wir jetzt regeln, indem wir uns einfach da anfangen, darauf zuzubewegen. Dann können wir nochmal vergleichen. Das sieht bisher ganz gut aus eigentlich. Das, weil ich muss ja quasi so andocken, dass ich möglichst genau auf die Masse zeige, aber auch schon möglichst retrograde bin. Wenn ich das ganze Ding um sich selber drehen muss, dann sind die Tanks leer, bevor ich quasi angedockt, also bevor ich quasi angefangen habe, das Ding zu drehen in seiner Richtung. So, wir treiben jetzt entspannt darauf zu. Unsere Distanz wird wieder kleiner. Wir hatten mit Sicherheit gleich nochmal korrigieren müssen. Das machen wir auch auf jeden Fall nochmal kurz bevor wir da sind. Jetzt muss ich nochmal umschalten. Sieht aber tatsächlich immer noch sehr, sehr gut aus. Jetzt docken wir einfach mal hier an. Ganz sachte und langsam. Wichtig ist, dass wir nochmal aufs Ziel ausgerichtet sind. Möglichst exakt. Damit wir nämlich genau auf dem Mittelpunkt der Masse zeigen, während wir angedockt sind. Und jetzt haben wir quasi den Klumpen an der Backe. Jetzt mache ich erstmal das SAS und RFS aus, beziehungsweise eher beides. So, und jetzt haben wir den schon relativ gut auf den Retrograde-Vektor ausgerichtet. Und jetzt haben wir hier einen unglaublich schweren Klotz am Bein sozusagen, den wir jetzt irgendwie abbremsen müssen, damit er uns nicht entwicht. Ja, und da haben wir jetzt ein bisschen Zeit für und ich weiß nicht, ich glaube, es wäre jetzt eigentlich ganz praktisch, eventuell jetzt nochmal ein Quicksave zu machen, weil, ja, was soll's, entweder klappt das oder ich verscheiß die Mission jetzt, dann haben wir halt Geld ins Sand gesetzt. Es ist ja zumindest kein Kerbel an Bord, der uns dann da flöten geht. So, jetzt gehen wir hin und machen einmal unseren gesamten Gedöns, den wir machen wollen. Und zwar fangen wir einmal an, die Arme auszubreiten. Und ich habe das diesmal so gemacht, dass ich... jetzt habe ich natürlich keinen Zielvektor mehr, also ist aber nicht schlimm. Wir entfalten das jetzt. Ah nee, warte, das ist der falsche. Ich wollte erstmal den hier haben. Ein bisschen schwierig jetzt mit der Kamera. Gib den mal so ein bisschen nach außen. Vielleicht noch ein bisschen wieder rein. Hier gewesen. Und dann gehen wir quasi hin und entfalten den. Der wackelt alles. Ah, ist mir noch ein bisschen zu weit außen. Ne, das mal anders positionieren. Immer kriege ich das ins Gesicht gedrückt quasi. Ich kann auch so machen und so machen. Können wir den einfach so ein bisschen reinnehmen. So, den rein. Und den raus. Jetzt sollte... Machen wir mal ganz langsam. Es war wohl noch nicht... wohl immer noch zu weit außen. Oder nämlich nicht dran. Der muss nämlich eigentlich von alleine einrasten. Das sieht auch, das macht so ein bisschen Klick. Ja, warum greift denn der jetzt nicht? Jetzt ein bisschen komisch.
Jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt ziehe ich den auch wieder ein bisschen rein. Versuche ich quasi den Wert zu finden, an dem ich relativ gut ausgerichtet bin. So, jetzt nehmen wir erstmal den gegenüberliegenden. Die beiden können wir jetzt erstmal zumachen. Nehmen uns den hier einmal und den Pisten einmal. Da haben wir jetzt den Vorteil, dass der ein bisschen enger sitzt. Brauchen wir nicht so weit raus. Also von der Pistendistanz her. So, jetzt haben wir den hier auch angedockt vollständig. Ihr seht also, jetzt hört das langsam auch das Gewackle auf. Und jetzt nehmen wir mal den Kollegen hier. Und den Pisten, also Hydraulikzylinder finde ich halt. Ich bin so an das Englische gewöhnt. Machen wir den auch mal ein bisschen raus. Kann natürlich auch so umdrehen. Sieht vielleicht ein bisschen besser. Dann gucken wir den auch mal raus jetzt. Das sollte. Können wir eigentlich noch ein bisschen höher gehen hier? Da will er jetzt wieder nicht packen. Gehen wir wieder rein. Vielleicht will er ja hier packen. Hier packt er auch. Seht ihr also, wir drücken uns schon wieder ein bisschen raus. Jetzt das Witzige ist, ich kann jetzt mit diesen Pisten auch eigentlich ein bisschen kontrollieren, dass ich genau Retrograde zeige. Aber ich weiß halt nicht, ob ich dann noch richtig zum Massenmittelpunkt zeige. Und das ist das andere Problem. Wo ist der letzte Kollege hier unten? Nehmen wir uns einmal die beiden. Also das hier ist halt nur eine Technik, damit das nicht so viel hin und her wackelt. Behaupte jetzt mal, dass das eine gute Idee ist. So, Zielwinkel ein bisschen nach außen bringen. Und dann rein damit. So, der nächste ist angedockt. Das sieht doch schon mal ganz okay aus. Optisch betrachtet zeigen wir gefühlt zwar nicht auf den Massenmittelpunkt, aber wir haben das ja gerade gesehen gehabt. So, muss ich nochmal die Action Groups angucken, wo ich jetzt hier dran war. 3 war das, 4 war Greifer koppeln, 5 ist dann Bergbauvorrichtung, 6 sollte eigentlich sein, dass die alle anfangen zu arbeiten. Hat er jetzt hier irgendwie nicht übernommen? Ich mache jetzt mal von allen Bohrern die 3 rein. Dann sollte der auf jeden Fall anfangen eigentlich. Ach, ich habe ja schon 4 Stück. Das ist für die Steuerdüsen. Das war kommen schon. Also 7 ist quasi. 7 ist jetzt, glaube ich, sind die jetzt aktiviert. Sind die aktiviert oder deaktiviert? Ich glaube, ich habe die sogar schon deaktiviert, als ich 7 gedrückt habe einmal. Die vorderen sollen nämlich nicht an sein, weil ich habe ja hier hinten meinen Hebelarm, um also den Asteroiden eventuell mal um sich zu drehen. Wäre das besser, wenn ich das dann so mache. So, 1, 2, 3, 4 nicht drücken, 5 sind die Bohrer. So, 5, jetzt fahre ich quasi meine Bohrer aus. Und wenn die dann ausgefahren sind, sollte ich eigentlich mit 6 die Bohrer starten können. Jetzt sehen wir hier, dass sich da was füllt. Und wir bauen gerade ein bisschen des Asteroiden ab. Der Vorteil also ist jetzt, wir erleichtern den Asteroiden, bauen uns ein bisschen Treibstoff daraus und ja. Oh. Okay, ich glaube, ich habe gerade abgedockt. Ich habe aber eigentlich. Scheiße. Entschuldigung.
Ach ja, hab's wieder mal verkackt. Ach, das ist ärgerlich jetzt. Ihr. Jetzt einfach mal die ganzen Arme zurück. Ah nein, darf ich nicht. Er ist wohl noch fest. Ach, der Einzige, der sich jetzt anscheinend irgendwie gelöst hat, ist der hier vorne. Das ganze Spiel ruckelt gerade heftigst. Das sieht man auch daran, dass hier oben die Zahlen gelb werden. Eieieiei. Mal versuchen, einmal so vorzuspulen. Und jetzt wird mir wahrscheinlich die Rakete um die Ohren fliegen. Wetten, 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 wenn ich jetzt den. Ah, ich traue mich gar nicht. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall ein kleines Problem. Und zwar Performance, die sich jetzt nicht so ganz. Also an einem dieser Teile hier hapert es gerade. Warum musste ich aus Versehen die falsche Taste drücken? Mach jetzt mal, ich mach was anderes. Ich gehe mal zur. Manchmal klappt das auch, wenn man zur Weltraumstation zurückgeht und wieder reingeht, dass dann dieses Ruckeln weg ist. Ich weiß nicht, irgendwo ist jetzt da was kaputt. Oh Mann. Gott, wir haben ja schon 9 Uhr. Okay, wir haben jetzt tatsächlich den Punkt erreicht, dass sich die drin sind, sind drin, die sich lösen. Könnte man theoretisch zurückziehen, oder? Ja, er ist tatsächlich nicht dran. Bewaffnen. Der hier war, glaube ich, auch nicht mehr dran, ne? Er ist noch dran. Ja, natürlich schön, wenn die dann nämlich alle noch dran sind. So, wir müssen nämlich jetzt hingehen. Nach dem Fiasko hier. Das ganze Ding irgendwie wieder zurückdrehen. Am besten fange ich schon mal an, wieder zu bohren, denn ich könnte wahrscheinlich den Kraftstoff gebrauchen. Ihr seht also, es funktioniert, es dauert nur eine Ewigkeit. Und das kostet viel Monopropellant. Sieht jetzt relativ gut aus. Wir sagen dem hier, also ich wollte 2 drücken übrigens vorhin.
Und 1 wollte ich drücken. Und jetzt hoffe ich mal, dass das vom Strom diesmal reicht und wir jetzt hier auch entspannt unsere Produktion starten können. Also wir produzieren jetzt quasi Monopropellant-Treibstoff, Oxidator und Flüssigtreibstoff, um quasi gleichzeitig, während wir das Ganze hier bremsen wollen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal Quick Save normalen. Wenn jetzt irgendwas katastrophal ist, dann ist das halt so, dann können wir da auch nichts mehr dran ändern. Und ich würde eigentlich versuchen, schon mal hier einfach, es ist nicht immer die schlauste Idee, aber es ist immerhin, wir müssen ja mal austesten, ob wir jetzt das schaffen zu bremsen oder ob der Asteroid sich dann wegdreht. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hingehen, 40% ist okay, und einfach mal Hub geben. Und ihr seht auf jeden Fall, es passiert was. Ja, wir verlangsamen den ganzen Kram hier. Hier draußen sollte sich das auch bemerkbar machen. Ja, das heißt, so, wenn die Zeit höher geht, wird der also länger. Das heißt, je länger der wird, desto besser ist das. Und wir bremsen ihn hier ein bisschen ab. So, wenn das hier schon mal. Jetzt müssen wir quasi wieder nur noch in eine Umlaufbahn von Körpern kommen. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut gerade. Wobei ein bisschen ruckelt er ab und zu schon hin und her. Aber das ist gar nicht so tragisch. Also bin da sehr zufrieden im Moment. Hauptsache, wir schaffen das überhaupt, Piste zu bremsen. Wir sind nämlich zwar jetzt noch relativ, wir sind natürlich jetzt noch einen Tag davon entfernt hier. Aber je früher wir anfangen, desto weniger müssen wir dann an der Periapsis bremsen. Und es ist scheißegal, wie der Orbit nachher erstmal aussieht. Hauptsache ist, wir haben einen Orbit, mit dem wir halt dann mit dem wir dann halt quasi weiterarbeiten können. Erstmal, sobald der Orbit fertig ist, haben wir die Mission geschafft. Zweitens, ich habe tatsächlich doch geschafft, mit dieser einen Rakete zu machen und keine zweite Rakete, die dann quasi direkt in Orbit Richtung des Asteroiden startet. Vom Winkel her. Ja. Oh. Will mal wissen, wie viel müsste ich denn hier brennen? 95. Und 30 habe ich zur Verfügung. Es kann also sein, dass das nicht funktionieren wird. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier all meinen Treibstoff ausgebe, dann wäre ich so weit. Ja, gut, dass wir nebenbei Kraftstoff produzieren. Und ich glaube, wir machen auch mal den Monopropellant aus, damit wirklich hier in erster Linie richtig schön von dem Flüssigtreibstoff uns durchgeballert wird, weil wir werden einiges brauchen, wie ihr gerade gesehen habt. Natürlich haben wir jetzt durch die hohe Masse nur noch 30 Meter pro Sekunde, wo wir vorher 2000 hatten. Es wird also eng. Check mal aus, ob ich ein bisschen schneller machen kann. Ich habe ja noch nicht mal das RFS an. Das im Moment arbeitet nur das normale Gyrosystem zum Stabilisieren und der Gyro in der Rakete, also die Richtung der Winkel der Ausrichtung der Rakete. Ich glaube ehrlich gesagt, wir schaffen das nicht. Bereitet euch geistig darauf vor. Problem ist, der ist auch so schnell, wenn ich jetzt eine Rakete bauen würde und noch einen Tag quasi einen Tank hier hinterher schicken würde, es wird nichts bringen. Komm nicht an, bevor der weg ist.
brauche ich denn hier, wenn ich den brenne? Ziehe auch nur 90, ne? Problem ist, ich habe keine 90. Also je enger ich den kriege, desto mehr Zeit habe ich, um quasi zu kontrollieren. Da war gerade Intersection mit dem Mond, glaube ich. Nee, kann ja eigentlich nicht. Was war denn das für ein Intersect, den ich gerade gezeigt gekriegt habe? Ich weiß es nicht. Guck mal ein bisschen vor. Dann können wir auch besser sehen, ob das, inwiefern das da unten quasi rumwackelt an dem Gimbal. Aber das wird hier, das wird sehr eng. Das wird eine echt enge Kiste. Ich habe gedacht, das wird komplett entspannt. Aber das wird richtig eng. Bei 90, ey, das ist ein riesiger Brocken, ey. Oh Mann, ey. Was ich machen könnte, ist mit dem Monopropellant-Treibstoff ein bisschen mithelfen. Weil da ist ja im Prinzip auch etwas an Meter pro Sekunde noch drin. Das macht unser normales Triebwerk natürlich Faxen. Ah komm, ich würde gerne mal sehen, wie du so einen Klasse E Asteroiden einfängst. Das zeigst du mir erstmal. Ich glaube nicht, dass du das ganz gut bewerkstelligt kriegen würdest. Das ist schon hardcore. Also Stufe D geht ja noch, aber E ist halt einfach, ist eigentlich Suicide Action hier. Aber schön, dass du mal reingeschaltet hast. Also wir sehen schon, dass es wird quasi langsam. Langsam aber sicher. Aber es wird halt nicht reichen. Kurz gucken, vielleicht können wir das hier nutzen. Das, was da gerade passiert. Müssen wir das einmal am Mond angucken? Ach, das ist quasi noch. Ach, Quatsch. Ja, ich wollte es mir auch am Mond angucken. Was drücke ich denn hier drauf? Okay. Das ist doch mit Minmus, ne? Linienwirrwarr hier, es wird uns also offensichtlich nicht helfen. Die Frage ist eigentlich, ja, ich wollte Körbe nicht damit bombardieren, aber du kannst den quasi in den Orbit von Körben, also wenn er im Orbit von Körben ist und ich den nach und nach halt quasi in so ein, ja, was weiß ich, von einem mondhoher Orbit oder so mache, und ich quasi dann an den rangehe, jedes Mal mit einem Schiff, dann kann ich quasi den als Tankstelle benutzen. Ich kann ja hier immer den anzapfen, als Tankstelle benutzen und dann kann ich immer mal, wenn ich ein Schiff hochschicke, kann ich das da hinschicken, dann kann das da tanken. Weil, ne, deswegen habe ich ja auch hier das ganze Drill-Gestell dabei. Nein, wir haben noch einen Tag und wir produzieren immerhin dabei Kraftstoff.
Wo ist denn hier Zeit zur Periapsis? Also wir produzieren auf jeden Fall nochmal gut was nach. Jetzt ruckelt die ganze Kiste wieder. Willkommen bei Kerbal Space Program. jetzt haben wir nochmal 12 Meter pro Sekunde dazu gekriegt. Und das in wenigen Stunden. Es könnte tatsächlich noch arschknapp klappen, ey. Unglaublich, aber es könnte klappen. Ich sehe gerade wieder Licht am Ende des Tunnels. Okay. Sollte aber den Monopropellant vielleicht doch wieder mit anmachen, weil ich den gleich leer ziehe. Hast schon. Habe ich mir was ganz Tolles ausgesucht für den Stream heute. Jeden Fall, also das ist quasi. Ja, es ist halt genauso beschissen wie auf Eve landen. Gut. Langsam aber sicher. Ich merke übrigens mittlerweile, dass die Lampe jetzt doch ein bisschen zu hell ist. Also das Problem ist, ich kann die nicht mehr dunkler stellen. Die steht schon auf der dunkelsten Stufe. Die geht nämlich noch heller. Ich habe den Mittelpunkt von der Masse eigentlich ganz gut getroffen. Sonst würde ich mich nämlich hier mega krass wegkippen. Und der hält sich, obwohl ich jetzt schon relativ viel Schub gebe, hält er sich echt gut. So, jetzt ist das quasi erstmal wieder leer. Und hol noch mal vor. So, jetzt haben wir nämlich gleich noch 3 Stunden Periapsis. Und wir haben jetzt schon nochmal einen großen Teil gebrannt. Und wenn ich über die Periapsis hinaus bin, dann habe ich ja immer nochmal Zeit, um nochmal ein bisschen den letzten Rest quasi. Und dann hat das vielleicht, wenn alles gut läuft, dann hat das gerade so geklappt, diesen Klasse E-Brocken hier reinzuholen. Beruhigen. Hier echt gerade Leben am Limit, ey. Gut, dass ich da keinen Astronauten eingesetzt habe.
Also es bringt auf jeden Fall auch was, das Monopropellant zu nehmen. Das sieht man daran, wenn hier ganz, ganz, ganz langsam ab und zu mal auch das Rote niedriger wird. Ich meine, gut, er produziert natürlich auch mehr Kraftstoff, aber... So. Wir sind gar nicht mehr so weit von unserem Ziel entfernt, aber wir sind auch relativ nah an der Periapsis, die wir mittlerweile ein bisschen weggedrückt haben vor uns. Gucken wir nochmal den letzten finalen Wert, sind 14 Meter pro Sekunde, dann haben wir es geschafft. Das heißt, ich spule jetzt quasi einmal vor bis quasi zu diesem Manöver. Um dann zu gucken, wie viel Kraftstoff haben wir dann nochmal produziert. Und da kommt nochmal ein bisschen was. So, okay, das hat nicht mehr den Effekt, den ich gerne gehabt hätte. Aber wie gesagt, wir können auch nach der Periapsis noch ein bisschen nachproduzieren, sozusagen. Versuchen wir es erstmal hier auszurichten. Halten wir das Triebwerk mal dazu. So, es wird immer, immer knapper. Ah, oh, das hier, das Kopfzerbrechen. So. Jetzt gehe ich mal hin, weil ich jetzt noch relativ viel Monopropellant habe. Wo ist denn jetzt die Kiste hier? Jetzt sage ich dem, er soll jetzt wieder all seine Ressourcen in Flüssigtreibstoff und Oxidator bringen. Und wir spulen jetzt wirklich mal nicht so weit vor. Einmal. Taste links neben dem Y könnt ihr benutzen, um wieder zurück auf eure Kapsel zu kommen. Wir gehen jetzt einfach mal wirklich hier nur ein Stück. Stück für Stück holen wir uns hier unsere Sache rein. Es ist also so eine knappe Geschichte, habe ich echt schon lange nicht mehr gehabt. Also es ist schon. Ach Mist. Mein Gott, das schaffen wir, das schaffen wir. Ich bin sicher. Ich bin sicher, das kriegen wir hin. Einfach nur hier. Wir machen es manuell. So. Wenn jetzt alles gut läuft, klappt das jetzt.
Jawohl, da ist er. Holy crap. Und jetzt dürfte hier die Mission vollendet sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist mal richtig hardcore gewesen gerade, also. Ich habe echt gedacht, das wird nichts mehr, ey. Und dann so auf den letzten Drücker. So, was sagt der Geldstand? 1,76 Mille. Es war ja klar eigentlich, dass wir da jetzt nicht die Massen rausholen, aber ich glaube, wir sind mit 1,5 gestartet, deswegen haben wir auf jeden Fall wieder Plus gemacht. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt erstmal die Zeit, die wir jetzt haben, weil jetzt haben wir unendlich viel Zeit. Es war nur wichtig, dass wir diesen Orbit drin brennen und dass wir jetzt nicht aus Versehen irgendwo mit irgendeinem Planeten in die Quere kommen können. Das können wir aber aktuell nicht. Und dann ziehen wir uns den quasi erstmal hier so in den mittleren Bereich zwischen den Mond und zwischen Mond und Minmus, würde ich sagen. Da sitzt der dann mit Sicherheit ganz gut, ohne dass wir da Probleme kriegen dürften. So, wie geht's also weiter? Wir machen uns unser Lieblingsfenster wieder auf. Wir produzieren wieder beides. Und achso, ich könnte mal einfach mal einen Quicksave machen. Nachdem wir so erfolgreich waren, kann man ja mal einen Quicksave machen. Und jetzt können wir eigentlich mal entspannt warten, bis unsere Tanks voll sind. Aber jetzt quasi, wo der Mono voll ist, macht, glaube ich, keinen Unterschied. Warum die Drills haben aufgehört, okay. Ich gucke jetzt echt lieber nach, ey, bevor ich wieder irgendeinen Scheiß drücke. Bergbau ist 6. Könnt ihr mal wieder ein bisschen Erz fördern? Wir könnten da was von gebrauchen. So, jetzt geht wieder beides voll. Jetzt ist die ganze Kiste hier quasi befüllt. Einmal nicht, dass er auf Retrograde soll, nämlich später erst wieder auf Retrograde gehen. Ziel entfernen. Und jetzt können wir quasi einfach mal. Wir haben jetzt 54 Meter pro Sekunde. Ist geil, ne? Voller Tank und dann 54 Meter. Damit würden wir bis hier hinkommen. Circa. Das ist eigentlich schon ganz gut. Das heißt, wir gehen jetzt einmal, bewegen uns einmal bis zum Manöver. Das wäre also für uns jetzt aktuell hierhin. Und gehen dann auf Retrograde, wenn es dann soweit ist. Mach einmal die Ausrichtung auf den halt ab und zu mal wackeln. Jetzt haben wir noch 5 Stunden bis der Periapsis und spulen uns mal den Rest dahin. Eine Schubzeit von 1,35, wenn wir auf Vollschub rennen würden, was wir nicht tun. Das heißt, bei 2 Minuten irgendwas könnten wir quasi entspannt loslegen, außer der spult uns jetzt hier näher ran. Das werden wir jetzt sehen. Hat er natürlich trotzdem gemacht. Aber ich habe wirklich, also das muss man wirklich sagen, ich habe echt ziemlich gut den Massenmittelpunkt getroffen.
Sonst würde der sich hier gar nicht so angenehm steuern lassen. Also, das ist schon ganz geil. Kann sogar auf Vollschub brennen, das ist echt krass. Okay, jetzt kippt er mir wahrscheinlich weg. Das war jetzt, weil ich durchs Vorspulen hat sich die Rakete angefangen so zusammenzudrücken. Und dadurch hat er dann so ein bisschen Winkel reingekriegt und dann. Einmal kurz so machen. Und wieder zurückbringen. Könnte aber mal hingehen, den Schub auf Maximum stellen. Dann gucken wir uns das gleich mal an, wie das aussieht, wenn ich jetzt noch schneller brenne, aber dafür wenigstens nicht vorspule. Weil schneller brennen geht besser als nicht vorspulen eigentlich. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Einmal rumwackeln. Retrograde halten. Ja, noch ein bisschen mehr Schub ausprobieren. Noch ein bisschen mehr Schub ausprobieren. Ob das jetzt schon der kritische Punkt erreicht ist, ihr seht, ich drifte ganz leicht raus. Ich gehe einfach mal wieder ein bisschen vom Schub runter und gucke, ob das sich wieder reingezogen kriegt. Dabei gucke ich mir das Ganze auch mal hier auf der Karte an. Wir kreuzen quasi gerade die Umlaufbahn von Minmus. Sehr schön. Das funktioniert ganz gut gerade. Was ich jetzt hier Apoapsis, Periapsis ein bisschen verschiebe, das ist mir ehrlich gesagt komplett Latte. So, einmal aus. Manöver löschen. Zufriedenes Ergebnis begutachten. Und dann können wir eigentlich mal, während wir jetzt quasi wieder alles voll machen. Bohrer arbeiten aber wieder nicht, ne? Jetzt arbeiten die Bohrer wieder. Schieben wir das Ganze nochmal. So, und was ich jetzt machen werde, ist gleich, ich werde gleich, wenn ich wieder auf dem Symbol hier komme, dann werde ich einfach erstmal die Periapsis wieder ranziehen. Und dann werde ich quasi mich mit dem Asteroiden drehen und werde hingehen und das Ganze vom Winkel her wieder ein bisschen gerade rücken und dann ziehen wir den auf der anderen Seite ein bisschen ran. Ja, Winkel gerade rücken wird wahrscheinlich am längsten dauern, vermute ich mal, ehrlich gesagt. Wir sind eigentlich jetzt voll, aber ich krieg den jetzt unmöglich. Also dieses um sich selbst mitdrehen, das muss jetzt nicht sein. Dann warten wir einfach, bis wir hier an der Periapsis, also bis dann. Okay, wir könnten jetzt mal wenigstens links auf die Periapsis ziehen. Das ist jetzt hier quasi nur noch so eine Art Fleißakt, den weiter reinzubringen. Aber es ist komplett ungefährlich. Ihr habt Zeit, ihr habt gar keinen Stress mehr. Dann in dem Punkt.
Ziehen wir den mal nochmal ran hier. Also ein Drittel bei voller Leistung des Triebwerks ist eigentlich ein ganz gutes Maß gewesen. Lass den jetzt so laufen quasi. Gucken wir uns mal an, wie die Periapsis sich hier verschiebt. Uns mal von der Mitte angucken. Ganz entspannte Geschichte gerade, da kann man sich ruhig mal zurücklehnen. Gucken, wie die Tanks leer werden. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne hier jetzt im Chat äußern. Ihr könnt die später bei YouTube und die in die Kommentare schreiben. Bei Tobi Gaming auf YouTube kommen die Videos auch alle hoch in kompletter Länge, dass man eventuell nochmal nachgucken kann, wie hat er das nochmal gemacht und wie sollte ich es vielleicht nicht machen, wie Memphis es schon sagte. Aber ihr seht ja, es hat geklappt. Ne? Man kann sich also nicht beschweren. So. Lassen wir die wieder. Ich sehe gerade, dass die. Ich weiß gar nicht, wann das passiert, aber die hören immer irgendwann mal auf zu arbeiten. Kollegen hier von der Grillstation. So. Oh, da kommt sogar gerade ein Klasse C. Oh, der ist eingeschlagen. Habt ihr gesehen? Da ist ein Klasse C Asteroid gekommen. Der ist gerade auf die auf Kerbin gestürzt. Dann bleiben wir nochmal nach. Sieht schon gut aus. Gucken wir mal, wie weit wir noch gehen wollen hier. Ich will auf jeden Fall eine gewisse Distanz zum Mond belassen, weil, ja, der ärgert uns sonst. Er könnte uns zumindest ärgern, das wäre nicht so schön. Was uns das überhaupt kosten würde. Ah, das ist schon einiges hier. Ja. Ach shit, warum mache ich den denn weg? Hätte ich doch belassen können, dann kann ich doch direkt hier weitermachen. Zu. Jetzt haben wir das wieder. Wir wollen ja die Umlaufbahn wieder ein bisschen gerade rücken. Ups, falsches gerade. War das nämlich schon mal erledigt. Und dafür müssen wir jetzt einfach mal auf den Vektor uns schon mal bewegen. Thank you.
Dann fliegen wir schon mal hier rüber. Wie man sieht, haben unsere Bohrer wieder aufgehört zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn ihr wisst, warum, könnt ihr es mir gerne auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht werde ich dann schlauer. Wahrscheinlich nicht, aber könnt ihr was bringen. Auch beim nächsten Mal hänge ich die Lampe einfach da hinten an die Ecke. Dürfte das ein bisschen, also es ist hell. Jetzt, wo es draußen so dunkel wird, wird die Lampe immer heller. Okay, wir können jetzt nochmal zum Manöver warpen. So. Zeit 38. Ist ein bisschen vom Schub wieder runtergehen. Er ist schon langsam müde. Ja, das ist halt jetzt leider eine Sache, die sich gerade ein bisschen zieht. Wir richten quasi jetzt den Asteroiden halt hier weiter aus. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Kann euch bei allem, denke ich mal, weiterhelfen. Kompliziert wird es erst, Asteroiden nicht in der Nähe von Kerbin einzufangen, oder kompliziert wird es, auf Eve zu landen. Wobei das Landen auf Eve, das geht noch. Das Wegfliegen ist noch schwerer. Ja, ballern hier den ganzen Treibstoff durch. Ja, wenn ihr Langeweile habt und gerade auch nichts zu tun habt, so wie ich, dann lasst ein Follow da. Über Follows freue ich mich. So, jetzt ist die Kiste hier leer. Und wir können jetzt nochmal quasi an den gleichen Punkt einfach spulen. So, das geht ja jetzt nicht mehr. Das muss ich jetzt quasi händisch spulen. Da war wieder kurz der Punkt. Ich denke mal, dass wir irgendwo irgendeinen Punkt haben, wo wir nicht mit, wo komplett unsere Rakete im Dunkeln ist. Und dass deswegen kurz dann kein Strom da ist und dann gehen die Bohrer mal aus. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich so sein wird. Lässt sich allerdings gerade nicht unbedingt vermeiden. So. Ich würde sagen, so ist gut. Wobble, wobble, wobble. Oh, der hat ja fast gar nicht gewackelt. Was ist da los? Ja, wie gesagt, das Blöde ist, ich kann jetzt nicht großartig hier die Geschwindigkeit hochstellen, weil sich die Rakete dann halt zusammendrückt und dann tatsächlich doch der nicht mehr genau auf den Massenmittelpunkt vom Asteroiden zeigt. Und somit muss ich dann quasi damit leben, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ich könnte aber mal nebenbei hier draufklicken. Hier so reinschnuppern, wie es hier aussieht.
Ist übrigens cool. Ich habe sogar zwei neue Follower dazu gekriegt, die sich anscheinend nur die Wiederholungen angeguckt haben. Das ist für mich auf jeden Fall auch cool. Moment mal, das kann ja hier schon nicht mehr stimmen, oder? Muss doch da unten hin. Das Problem ist, das Manöver war natürlich für eine Runde davor geeignet und nicht mehr für diese Runde und deswegen hat er mich jetzt da ein bisschen geärgert. Rutschen gerade in die falsche Richtung, deswegen stoppe ich einmal die Rakete. Nehmen wir uns nochmal zurück ins Rennen. Können wir eigentlich schon gucken, ob wir den Punkt für die nächste Runde hier ein. Mal vorbereiten. Den kann man gar nicht, weil ich ja gleich wieder verrutsche sonst. Okay, irgendwas scheint sich da oben verändert zu haben, weil ich rutsche jetzt anscheinend doch aus dem Massenmittelpunkt immer raus. Ganz schön gerade die Kiste. Sieht man schön unten am Nachbarn. Aber es kann sein, dass ich gerade ohne drüber nachzudenken eventuell vorgespult habe und deswegen auch hier den Massenmittelpunkt verloren habe. So, gucken wir einmal, ob die Bohrer bohren. Tun sie nicht. Ich drücke einmal 6, jetzt bohren die Bohrer wieder. Und wir können das Ganze in die nächste Runde bringen. Also das ist hier wirklich gerade eine mühsame Sache. Wenn ihr das jetzt als Aufzeichnung guckt, dann könnt ihr euch das getrost schenken und hier ein bisschen vorspulen. Bin ich ganz ehrlich. Es ist ja klar, was hier gerade passiert. Ich brauche den eh noch nicht zu Ende ziehen, weil das wird noch nicht ganz gerade werden. Aber wir sind schon relativ gerade mittlerweile wieder. Also wir können quasi gleich auch mal einfach hier curbeln. Ziel setzen. Wir sind jetzt noch. Ach so, dann nach dem Manöver sind es da noch 1,4. Also das Manöver ziehen wir jetzt quasi noch so durch und dann müssen wir hier nochmal nachlegen. Könnte natürlich auch so den hochziehen. Dann weiß ich, wann ich wirklich dahin muss. Also jetzt noch 31 Meter pro Sekunde, die mir fehlen. Ich kann jetzt dahin warpen. Machen wir das hier vorne direkt. Sind wir ja allemal. Ja, das ist schon, Asteroiden einsammeln, das ist schon eine langwierige Sache teilweise. Also eigentlich nicht, also ich sag wirklich, das ist nur bei Klasse E so schlimm. Also selbst Klasse D, die sind glaube ich schon nur halb so groß. Das ist deutlich entspannter.
So, aber angeblich haben wir genug Schubkraft für unser Manöver. Wir zapfen ja auch immer weiter den Asteroiden. Aber übrigens, Asteroiden haben ja eine Masse. Wenn ich irgendwann diese Masse aufgesaugt habe, weil ich sie komplett zerbohrt habe mit dem Bohrern, dann verschwindet der einfach. Dann ist er halt weg. Ihr habt dann quasi alle seine Ressourcen gezogen, die er noch hatte. So, dann können wir gleich hier nochmal ein bisschen das hier runterbrennen und dann lassen wir den quasi so stehen, würde ich sagen. Und dann haben wir uns auch ausreichend den Kopf zerbrochen, das hier hinzukriegen. So, ey, das ist echt, das ist wirklich Wahnsinn. Also das war wirklich mal wieder eine wahnsinnige Aktion hier heute. Gucken wir einmal, wo wir sind. 0,2. Wie hätte er das denn gerne? Ah, okay, jetzt habe ich quasi zu weit gebrannt. Ich kann aber einmal hingehen und so machen. Ich bin das quasi gerade monopropellant, um die Sache auszugleichen, die ich gerade ein bisschen zu viel gebrannt habe. Da sind wir. Ja, ihr seht also, ich bremse das gerade wieder ein bisschen zurück. Wir sind jetzt schon nur noch bei 0,1. Also es ist auch, eigentlich ist das hier Feinarbeit. Also 0,1 Grad Differenz, die werdet ihr auch safe jedes Mal haben, wenn ihr quasi aus dem Orbit kommt. Shit. Oh, wollte aber langsam auf 0,0 springen. Das lassen wir jetzt auch so, das passt schon. Das sollte okay sein. Gucken wir lieber, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen reingehen. Dass wir da ungefähr die gleiche Höhe haben. Da brauchen wir 86 nochmal für. Können wir da oben schon unseren Zielvektor sehen. Richten wir uns da schon mal für aus. Bis wir dann da sind, ist die Kiste eh wieder voll. So. Zack. Einmal vorspulen, einmal loslassen. Und dann spulen wir uns direkt dahin. Achte ich mal drauf, weil es dürfte nämlich, obwohl jetzt klappt das natürlich durchgehend. Ja, und dann können wir quasi auch einfach nochmal hingehen und eine richtige, nochmal so eine Drillstation hochschicken, die dann wirklich als Tankstelle fungiert für die einzelnen die Flugzeuge, die wir dann da quasi auftanken möchten. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwelche Forschungen noch dran machen kann. Glaube aber nicht. Weil es natürlich ganz cool wäre. Ich muss den YouTube-Link noch da unten drunter setzen, fällt mir gerade ein. In die Beschreibung vom Profil. Das werde ich auf jeden Fall auch noch in den nächsten Tagen nachholen.
Ach ja. Das war mein Tagesprojekt heute. Erst offline alles ein bisschen ausprobiert, wie es grob funktioniert mit dem Klasse D Asteroiden. Und dann hier für euch nochmal direkt mit einem ganz großen Asteroiden Stufe Klasse E präsentiert mit einer Mission. Alles richtig gut gelaufen. Sehr knapp, aber es ist gut gelaufen. So, die Kiste ist leer. Hier lösche den jetzt zwar und dann hole ich hier ihn vor. Mal den Rest manuell. Ja, jetzt haben die Bohrer auch nicht mehr aufgehört. Auch ganz schön. So, da sind wir. Die Apsis ist in 12 Minuten. Ich ruhe nochmal einen Ticken vor. 5, 4, 3, 2, 1. Genau bei einer Minute gestoppt. Nehmen wir nochmal den letzten Rest daraus quasi. Cool, gar nicht vor, aber trotzdem. Geht das doch. Zack. So, ich bin zufrieden, würde ich sagen. Wir können das so lassen. Wir können jetzt hier endgültig das System abschalten. Und jetzt haben wir hier. Jetzt seht ihr nämlich hier die Massenzahl ist nämlich. Also die Masse ist quasi 2077 und ich habe hier noch 1620 Tonnen, also 78% an reinem Ressourcen, die ich glaube ich dann auch zur Kraftstoff ja halt nutzen. Masseschwerpunkt. Ach guck mal, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Weil das könnte nämlich helfen, wenn ich jetzt hingehe, wenn ich jetzt hier mit den ja eher so, da kann man nämlich, das ist nämlich dann der Vorteil an dieser Technik hier, dass man sich das noch ein bisschen konkreter zentrieren könnte. Weil je mehr wir natürlich auf den Massenmittelpunkt zeigen, desto besser ist das für uns. Weil desto mehr Schub kann ich quasi geben, ohne dass uns hier irgendwelche Probleme erwarten. Okay, aber ihr merkt auch, dass die Ruckler hier dafür auch heftiger werden, weil ich die dadurch ein bisschen unter Spannung setze. Aber es funktioniert prinzipiell. Wenn man es übertreibt, kann es natürlich sein, dass irgendwas kaputt geht, abbricht, abreißt, was auch immer. So, das war die eben noch voll tanken. Ich hab's noch gesagt, ne?
Ich hab's echt noch gecallt, Alter. Scheiße. Ja, das ist jetzt Kacke, aber wir leben jetzt damit tatsächlich. Weil, ich mach den hier mal los. Ja, wobei, das ist ja meine Kontrollstation. Das heißt hiermit. Ja, ich kann quasi damit nichts mehr anfangen. Das ist jetzt quasi Weltraummüll. Aber es ist mir ehrlich gesagt ganz egal. Es ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber ich habe sowieso da keinen Dockingport dran gehabt. Das heißt, ich wollte sowieso irgendwann nochmal hier eine Geschichte hochschicken, die in der Lage ist, quasi, ja. Ich habe das noch gesagt, ne, mit dem, ja, wenn ich hier dran rumspiele, dann wackelt das ein bisschen mehr. Ja, tschüss. Okay. Gehen wir ins Weltraumzentrum. Gucken wir mal, was da so abgeht. Ach, das ist ärgerlich. Aber ehrlich gesagt finde ich es nicht so schlimm. Schlimmer fände ich es, hätte ich es gefunden, wenn es nicht gereicht hätte, mit dem Kraftstoff den quasi so hier reinzuholen. Es ist so gut. Wir tragen 100% der insgesamt verfügbaren Wissenschaft für Basaltformation auf Eve. Ja, klar. Geraucht. Ja, wir. Ne? Ich mache jetzt hier quasi aber auch erstmal Ende. Was wir aber mal kurz machen können, wir können einmal auf unsere Mondraumbasis gehen. Die nämlich quasi ja. Satellit Lab Moon, genau. Satellit Lab Moon Schiff. Glaube, das ist das, ne? Wo unsere Astronauten sind. Ja. Hier können wir auf jeden Fall nochmal die Forschung abgreifen. Genau, weil hier dürfte jetzt eigentlich wieder ein bisschen was reingekommen sein. In unserer Abwesenheit. Ja gut, die Daten sind natürlich, es ist natürlich hier jetzt wieder, es geht natürlich gegen null, was jetzt hier noch drin ist. Wissenschaft übertragen, aber 154 ist halt, kann man nochmal mitnehmen. Und dann, ja, dann könnt ihr natürlich auch gerne mal irgendwo die Kommentare schreiben oder hier nochmal reinschreiben oder beim nächsten Mal am Anfang schreiben, worauf ihr Bock habt, was ihr gerne sehen möchtet. Ich tendiere gerade zu sowas wie, wir fliegen mal nach Duna, bringen da einen Mars Rover runter oder sowas. So in der Kategorie. Wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme. Ist nicht so schwierig wie das hier, aber ist auf jeden Fall auch nicht. Es ist halt wieder ein guter Effekt, den man, wo man wieder was mitnehmen kann. So, 8,85. Ich glaube, ich habe nur noch Sachen mit 1000 hier. Ne, das hier ist noch. Aber ich würde sowieso als. Also der ist der Einzige, der mich noch echt wichtig interessiert. Und das hier ist sowieso arschteuer, wenn man es baut. Produziert zwar dauerhaft Strom, aber es ist halt schweineteuer. Na gut, ja. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Die Folge, wie gesagt, kommt auf YouTube. Ihr könnt das Ganze bei YouTube nochmal ganz gucken. Bei Tobi Gaming, so wie hier beschrieben. Ich gucke, dass ich den Link mal unten reinsetze. Dann könnt ihr gerne Follow da lassen, wenn es euch gefallen hat. Der nächste Stream wird. Ja, ich vermute, morgen wird's nichts. Ich muss gucken, wann es was wird. Eventuell Dienstag, eventuell mal Mittwoch, weil die Woche wird jetzt ein bisschen kurios, arbeitstechnisch bei mir. Da kann ich das nicht ganz genau sagen. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Ne? Wir sind hier noch nicht am Ende. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Stream. Vielen Dank. Und tschüss.